Wir begrüßen uns. Sache. Hey. Okay, wir starten direkt einfach mit einem kleinen bisschen Technik, ohne großartige Bewegung. Ihr seid noch nicht warm, ihr seid noch nicht gedehnt. Einfach nur locker, langsam die Technik. Wir gehen mit den Armen nach hinten. Ein Arm geht nach vorne. Und wir machen jetzt Zuckis und ihr achtet bitte einfach wirklich darauf, dass ihr jetzt hier wirklich schön gerade schlagt, die Faust in der letzten Sekunde dreht, dass ihr körpermittig schlagt, ja, also in die Körpermitte, nicht hier rechts oder links. Ja, und einfach wirklich schöne Schläge und dass der andere Arm auch immer wieder nach hinten geht. Okay? Ganz locker zum Reinkommen. Ich. Nie. Sa. Chi. Go. Ru. Si. Ha. Qiu. Chu. Okay. Achtet bitte wirklich auf euren hinteren Arm, der Hikite-Arm. Ja, dass der nicht, wenn ihr die Schläge macht, irgendwann so ist. Das ist falsch. Der muss hier ran. Richtig schön nach hinten. Und dann kommt der Schlag. Okay? Wir machen das gleiche mit Agyuke. Auch langsam rausdrehen und halten. Die andere Hand geht an die Seite Hikite. Okay? Oh. Zieh die Schulter nach hinten. Abwehrtechnik. Sa. Chi. Go. Rook. Si. Und einmal lockern zwischendrin, kleines bisschen die Arme schwingen, auf und zu. Okay, wir machen Sotooke. Bei Sotooke jetzt auch auf eure Hüfte achten. Das bedeutet, wenn wir aufgehen, hier mit der Technik Schwung holen, möchte ich, dass ihr eure Hüfte aufdreht und dann auf der anderen Seite raus. Dann holen wir Schwung, aufbleiben und rüber. Ja? Hier soll jetzt wirklich auch eure Hüfte und eure Schultern mit in die Bewegung kommen. Auch langsam, auch entspannt. Es geht jetzt wirklich darum, dass ihr diese Techniken mal ganz bewusst macht, ohne irgendwie schnell und hektisch und ganz, ganz bewusst jede Technik. Oh. Jo. Oh. Ich. Nie. Sa. Chi. Okay, ihr müsst jede Technik, die ihr mit der Hüfte macht, ja, wo die Hüfte mitbewegt, muss euch bewusst sein, dass eure Hüfte zum Ende der Technik wie so ein Einrasten haben muss. Also wenn ich jetzt meine Hüfte aufdrehe, hier, und ich gehe jetzt mit meiner Technik zu, dann geht meine Hüfte den ganzen Weg rüber, 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 rüber. Und wenn die Technik hier vorne fertig ist, in dem Moment, boom, rastet die Hüfte ein und dann steht ihr stabil. Und ihr müsst immer, immer die Bauchmuskulatur anspannen. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr einen stabilen Schlag machen könnt. Okay? Gut.
Wir gehen ein bisschen schneller an die Zuckis und machen dafür jetzt immer zwei. Also, wir gehen mit einem Arm nach vorne und wenn ich zähle, macht ihr jetzt immer 1, 2. 1, 2. Hüfte auf, Zuki. Hüfte auf, Zuki. Okay? Zwei Stück. Und ich. Nie. San. Chi. Ho. Ro. Si. Ha. Und ja. Lockern. Gut. Worauf ihr auch ein bisschen jetzt guckt, Hüfte zieht zurück und geht nach vorne. Ich habe keine Kraft in meinen Armen bei dem Schlag. Ja, alles, was ich jetzt gemacht habe, ist meine Hüfte zurückziehen. Damit geht mein Arm nach hinten. Und dann drücke ich die Hüfte vor mit Power. Ja, ihr müsst euren Gürtel, der muss richtig fliegen, auf die andere Seite rüber. Und von hier, boom, kommt die Hand mit nach vorne. Boom, kommt die Hand. Eure Hüfte katapultiert eure Hand nach vorne. Okay? Und genau das machen wir jetzt einmal in groß. Bedeutet, wir stellen uns auf. Und gehen mit dem linken Bein ein bisschen vor. Wir gehen nicht in Senkensudachi, einfach nur in so eine Schrittstellung. Und von hier, rechte Hand nehmen wir an die Seite, linke lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Und wir gehen jetzt hier nach hinten, laden einmal auf, ziehen auf und boom! Faust schießt nach vorne, Hüfte dreht rein. Und wieder zurück. Aufladen, Hüfte rausdrehen und nie. Power nach vorne. Zurück. Sa. Zurück. Chi. Zurück. Go. Okay, Beinwechsel. Wir machen das Ganze auf der anderen Seite. Faust geht an die Seite. Wir drehen zurück und itch. Vor mit dem Arm. Zurück. Nie. Zurück. Sa. Zurück. Chi. Zurück. Go. Und yummy. Hey. Zwei Dinge können jetzt passieren, wenn ihr euch auf eure Hüfte konzentriert, die nicht passieren sollen. Nummer 1, ihr konzentriert euch so sehr auf diese Bewegung, dass es in euren Arm mit übergeht. Und ihr aufzieht und dann euren Zuki so schlagt. Ja? Leicht von außen nach innen reingedreht. Ja? Aber meine Hüfte, die dreht sich. Mein Schlag bleibt aber weiter gerade. Mein Arm geht eng am Körper nach hinten, eng am Körper nach vorne. Eng am Körper nach hinten, eng am Körper nach vorne. Hüfte dreht auf, eng nach hinten, Hüfte dreht rein, Schlag gerade vor. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, was passieren kann, dass ihr von hier aus eure Hüfte eindreht und mit eurem Schlag das hier macht. Was ist daran falsch? Wer weiß das? Wer hat gesehen, was daran falsch ist? So, ich mache mal hier den Quatsch da an. Nico, mach mal deinen Ton an und dann sag mir, was falsch ist. Yes, 100 Punkte. Ja, der Schlag kam von unten nach oben.
Das bedeutet, wenn ich von hier komme, geht meine Hand hier vor und zieht dann nach oben. Und das ist natürlich auch falsch. Den Schlag gibt es, er nennt sich Agezuki, aber das ist nicht das, was wir gerade machen wollen. Wir wollen einen ganz normalen Gyaguzuki oder Oizuki machen. Deswegen achtet darauf, dass ihr zum einen nicht von unten nach oben schlagt, zum anderen nicht von der Seite. Okay? Alle verstanden? So, jetzt haben wir das Ganze in langsam gemacht, Hüfte gemacht, aber haben einen Arm hängen lassen. Jetzt machen wir es richtig, so wie wir es im Karate richtig brauchen. Okay. So, Daji. Hey. Jo. Wir gehen links vor, senken zu Daji, tief. Okay, wir nehmen die Hände an die Seite. Wir machen Gyaguzuki, der hintere Arm schleppt. Von hier aus holen wir unter dem Arm Schwung, gehen auf. Die Hüfte zieht nach hinten, der Arm ist an der Seite. Hier vorne holen wir Schwung. Und wenn ich jetzt zähle, geht die Hüfte nach vorne mit Power. Euer Arm geht gerade nach vorne zum Schlag und der andere Arm zieht nach hinten zum Hikite. Okay? Achtet auf diese beiden Dinge, die ich gerade gesagt habe. Nicht von der Seite schlagen, nicht von unten nach oben schlagen. Okay? Oh. Schwung auf. Inch. Oh. Auf. Nie. Auf. Sa. Auf. Go. Auf. Rück. Auf. Sitz. Auf. Hutsch. Auf. Kyu. Einmal lockern. Und wir gehen rechts vor. Und wir holen Schwung. Die Hüfte dreht auf. Und Inch. Au. Ni. Au. Sa. Au. Chi. Go! Rup! Sitch! Hutch! Cube! Chu! Yummy! The boy, hey! Okay! Wer von euch kann zu 100% von sich behaupten, dass er seine Beine nicht bewegt hat? Jetzt kommt gerade erst so diese Frage, habe ich meine Beine bewegt? Ich weiß es gar nicht, ich habe meine Beine gar nicht, ich habe gar nicht auf meine Beine geachtet. Richtig? Okay, es geht gerade in eurem Kopf vor, weiß gar nicht, ich habe meine Beine nicht beachtet. Das ist auf der einen Seite richtig, weil ihr sollt ja eine Armtechnik machen. Auf der anderen Seite aber falsch, weil ihr solltet euren gesamten Körper im Blick haben. Und was ganz oft passiert, wenn wir mit der Hüfte arbeiten, ist, dass wenn ihr jetzt hier aufgeht, entweder dieses Knie hier reinkippt oder dieses Knie da hinten rauskommt. So. Und dann gehe ich hier rein. Das ist aber falsch. Das ist A, schlecht für eure Gelenke, B, schlecht für die Stabilität und C, einfach falsch. Wenn ich Senkutsudachi stehe, dann bleibe ich Senkutsudachi. Wenn meine Hüfte aufgeht, bleibe ich Senkutsudachi. Wenn ich nach vorne schlage, bleibe ich Senkutsudachi. Da bewegt sich nichts mit euren Beinen. Okay? Auf solche Sachen immer achten. Gut. Eine kleine Zwischenübung.
Ihr dürft euch einmal auf den Rücken legen. Wir stellen die Beine an. Und drücken einmal die Fersen in den Boden, ziehen die Zehen an, geben da schon mal Druck. Und dann heben wir die Hüfte mit nach oben. Und da halten wir jetzt einfach. Und ablegen, Füße nach unten, einmal die Knie lockern zwischendrin. Und wir ziehen die Zehen an, drücken die Fersen in den Boden, heben die Hüfte nach oben und halten diese Spannung. Und ab, Füße ab. Und locker. Und noch einmal die Zehen hoch. Fersen drücken in den Boden. Hüfte schiebt nach oben. Und halten. Und ab. Locker. Gut, wir gehen hier nochmal nach oben. Dieses Mal lassen wir die Füße ganz am Boden. Und jetzt machen wir ein bisschen was für unsere Hüfte. Und zwar schieben wir die jetzt so ein bisschen nach vorne. Also muss euer Knie so ein bisschen Richtung vorne gedrückt werden. Auf der einen Seite drücken wir die Hüfte ein bisschen vor, auf der anderen ziehen wir sie ran. Und dann wechseln wir. Bleiben aber hier oben. Und wechseln. Wechsel. Schön oben bleiben. Wechsel. Und ab. Einmal lockern, Beine ausstrecken, durchlockern. Nehmen die Beine wieder ran. Drücke die Hüfte nach oben und wechsle rechts und links. Schön hin und her wechseln. Wir strecken die Beine, lockern einmal durch. Gut. Ihr dürft einmal euren Gürtel ausziehen. Wir machen eine Dehntechnik. Wir nehmen den Gürtel auf die Hälfte, schnappen uns einen Fuß. Die Übung kennt ihr auch schon. Am besten so weit wie möglich bei den Zehen oben den Fuß packen. Dann legen wir uns einmal gerade ab und ziehen das Bein gerade durchgestreckt nach oben und halten einfach mal. Durchatmen und dann noch einmal nach oben, schön durchgestreckt, einen Ticken höher kommen als vorher und halten. Nach oben, noch einen Ticken höher als vorher. Und ab. Locker. Und dann nehmen wir uns das andere Bein. Auch wieder so weit wie möglich oben an den Zehen. Abliegen.
Und einmal nach oben ziehen, gestreckt. Noch einmal nach oben, ein bisschen höher als davor. Bein bleibt durchgestreckt, keine Beugung im Knie, durchgestreckt lassen. Und ab. Lockern. Und noch einmal nach oben ziehen. Durchgestrecktes Bein. Und lösen beide Kockern. Wir nehmen gerade, bevor ihr den Gürtel bindet, die Beine noch ran. Fixieren die Füße. Lockern einmal. Und geben Druck nach unten. Aufrecht sitzen. Und lockern. Und runter mit den Knien. Lockern. Und runter. Okay, wir gehen einmal hier in die Hocke. Nehmen die Knie raus. Die Fersen sind ein bisschen weg vom Boden. Wir lassen die Hände flach hier vorne am Boden und verlagern unser Gewicht so ein bisschen von rechts nach links. Dann kommen wir langsam nach oben, ausschütteln und dann dürft ihr den Gürtel wieder anziehen. Okay, dann gehen wir ein bisschen in Bewegung und nutzen jetzt genau das, was wir vorhin gemacht haben. Dieses Hüfte öffnen und schließen nehmen wir jetzt für Techniken mit dazu. Jo. Links vor mit dir Nummer 3. Komm mit. Okay, wir gehen nach vorne und machen genau das, was wir vorher gemacht haben. Nach vorne gehen, auf. Dann Gyakosuki. Dann rückwärts gehen, auf und Gyakosuki. Nach vorne gehen, Großschwung holen, auf, die Hüfte dreht auf, der Stand bleibt gerade und Gyakosuki. Und nach hinten gehen, aufdrehen die Hüfte, Gyakosuki. Nach vorne gehen, auf und Gyakosuki. Oh, nach hinten gehen, auf, Gyakosuki. Yummy. Und wir gehen rechts nach vorne gehen im Bereich. Kamaitse. Okay, jetzt ist ganz auf der anderen Seite. Wir gehen nach vorne, holen Großschwung. Schaut, dass ihr jetzt hier euer Knie nicht reindreht. Auf und Gyakosuki. Dann nach hinten. Hüfte aufziehen. Gyakosuki. Und vorgehen.
Gyago Suki zu. Nach hinten. Auf. Gyago Suki zu. Nach vorne. Auf. Gyago Suki zu. Nach hinten. Auf. Gyago Suki zu. Oh, Yame. Und lösen, lockern. Wir nehmen mal die Hüfte nach links und rechts im Wechsel. Und nach vorne schieben, nach hinten. Schön gestreckte Beine lassen. Nach vorne. Nach hinten, vorne, hinten, nochmal links und rechts, dann einmal gerade stehen und jetzt gehen wir mit der rechten Seite von der Hüfte nach vorne, nur die rechte Seite nach vorne schieben, dass wir hier eine Dehnung an den Oberschenkel kriegen. Zurückdrehen, linke Seite nach vorne schieben. Zurückgehen, lockern, einmal kreisen. Wechsel. Okay, und locken. Gut. Wir machen die Kata Taigyuku Shodan. Kata Nummer 0. Okay? Aber wir machen diese Kata komplett jeder mit dem Fokus auf die Hüfte. Wir haben eine Abwehrtechnik da drin, Gedanbarei, und wir haben einen Angriff Oizuki. Bei der Abwehrtechnik dreht ihr immer die Hüfte auf. Wenn wir dann nach vorne gehen, kommt die Hüfte rein. Gerader Schlag, nicht von der Seite, nicht von unten. Okay? Ich mache einmal mit, drehe mich einmal um, ihr macht dieselbe Richtung und nachher mache ich dann einmal mit und schaue euch an. Okay? Stachi. Hey. Yo. Taikyuku Shodan. Und ich, Hüfte auf, nie, Hüfte zu, ich, Hüfte auf, nie, Hüfte zu, ich, Hüfte auf, nie, zu, san, zu, chi. Und ich, Hüfte auf, Knie, Hüfte zu, ich, Hüfte auf, Knie, Hüfte zu, ich, auf, Knie, zu, san, zu, chi, und ich. Nie. Ich. Nie. Yame. Verfolge. Hey. Okay. Einmal lockern. Dann noch einmal. Dieses Mal schaue ich euch an beim Start. Sache. Hey. Yo. Taikyuku Shodan. Nach links. Ich. Hüfte auf. Nie. Ich. Nie. Ich. Nie. San. Chi. Ich.
Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Son. Chi. Ich. Ni. Ich. Ni. Ja, mi. Jawohl. Ey. Okay. Einmal lockern. Wir bewegen uns mal so ein kleines bisschen, laufen ein bisschen vor und zurück. In so kleine Bewegungen. Bisschen die Knie durchbewegen. Kleines bisschen bewegen, auch mal ein bisschen seitlich. Und wieder vor. Gut, wir nehmen die Arme mit dazu. Okay. Und die Beine ausschütteln, lockern. Und dann macht ihr alle mal 20 Liegestützen. Und hopp. Guck nicht so, Solveig, macht 20 Liegestützen. Hopp. Alle, ich sehe euch, 20 Liegestützen. Ja, es bringt auch nichts, die Kamera auszumachen. 20 Liegestützen. Gut, gut, gut. Was machen die Muckis? Ja, nein, ja, ne. Gut. Stanchi. Hey. Jo. Taijuku Shodan. Jeder für sich. Jeder achtet auf seine Hüfte. Jeder macht schöne Techniken. Jeder in seinem Tempo. Und Hajime. Los geht's. Okay, Yami. Verbeugen, okay? Okay, ein kleines bisschen durchschütteln, lockern. Gehen mal links vor und machen 10 Maigiri. Locker 10 Maigiri, jeder für sich. Maigiri links. Und lockern. So, jetzt haben wir ganz viel mit der Hüfte gearbeitet. Ganz viel Spannung aufgebaut und durch die Hüfte den Schlag wieder rausgehauen. Und das machen wir jetzt mit der Übung, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Einfach nur im Stand, aber richtig schön. Okay? Stachi? Hey? Jo. Und wir nehmen die Arme nach hinten. Ein Arm startet. 10 Stück mit Kraft. Und wir nutzen die Hüfte. Oh, ich. Ni. Son. Chi. Go. Rück. Sich. Hutch. Q. Chu. Agioke. Ich. Ni.
Son. Chi. Go. Rock. Sitch. Hutch. Q. Chu. So tuke. H. Ni. Son. Chi. Go. Rock. Sitch. Hutch. Q. Chu. Yummy. Hey. Okay. Wir gehen mal auf ein Bein nach unten. Strecken das vordere Bein aus. Und klopfen ein bisschen die Muskulatur aus. Hoch und runter. Von der Seite. Von oben. Von unten. Und Beinwechsel. Kommen hoch, lockern einmal durch, das Ganze noch ein bisschen auf den Bauch. Und lockern, ausschütteln. Stachi. Hey. Okay, dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was für euren Kopf gelernt heute. Nächstes Mal dann wieder anstrengend. Ja, heute Kopf, nächstes Mal Körper. Okay? Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Dienstag wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss. Ciao.